Hallo, es ist wieder Worms-Zeit und ja, wir haben jetzt noch drei Level vor uns, beziehungsweise drei Missionen hier im Story-Modus. Und ja, da nehmen wir doch gleich das nächste ohne groß Vorgeplänkel. Every step we take now leads us closer to the big boss fight. The rumble in the jungle, so to speak. The scrap in the car park with the jerk who stole your parking space. Face to face with the evil stage hypnotist, Lord Crowley Mesmer. Every baddie worm in your path needs quietly and politely obliterating. Ja, Werkseinstellungen mit einem Wurm. Und das ist der Scout, wenn ich das richtig sehe. Ja, schauen wir mal, was auf uns zukommt. These hypnotized puppet worms are Mesmer's elite guard of incredible brutality and scariness. Yes, I know they look exactly like all the others. They don't even have any additional firepower, but they do have a scary name. So be doubly vigilant, then kill them. Mesmer could be anywhere too. Peep is peeled, love. Ja, der Name ist echt brutal und ich habe so den Eindruck, es ist wieder so eine. Okay, es ist doch nicht so ein Jump'n'Run Level. Wie komme ich denn da runter? Darüber? Oh Gottes Willen, nee, da will ich nicht lang. Aber ich will das super scharf haben. Ich habe unendlich davon. Ja. Egal, ich habe gar nicht so viele Waffen, sehe ich gerade. Dynamit kriege ich später noch und Dieb. Muss mal gucken, was ich für die anderen unbedingt brauche. Aber es ist nicht so wirklich was dabei. Deshalb werde ich jetzt hier einfach mal diese hübsche Granate reinwerfen, die nicht reicht. Hoffentlich ist der jetzt nicht direkt dran. Denn sonst wäre es das schon wieder gewesen. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Gegner. Und ich bin alleine. Na super. Ja. Okay, ich, Jetzt mach nichts Blödes. Mach nichts Blödes. Ja, Your plans were successful, Master. vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's dann schon wieder. ja, das probieren wir dann doch gleich nochmal. These hypnotized puppet worms are Mesmer's. Merke, nicht am Abgrund stehen. Ja, jetzt möchte ich erstmal ihn weghaben. Und ich will da jetzt auf Nummer sicher gehen und baller ihm deshalb zweimal ins Gesicht. Tissue. Und Freedom weg at ist er. last. This merely marks the start of what now, Master? A tissue. Dickens. Mach was. Nichts macht er, das gefällt mir. Ist kein Wurm da, mit dem er was anfangen kann. So, zu dem Superschaf würde ich ja gerne gehen, aber das, ich glaube, da komme ich nicht durch. Das sieht so aus, als wäre das unzerstörbar darunter. Hallo? Ich kann nichts mehr machen. Ganz toll. Gut, dass man mehrmals schießen kann. Also das Seil ist noch ein bisschen buggy. So. Die Teleportkanone, jetzt wüsste ich nicht, was ich mit ihm machen soll. In der Zeit, das schaffe ich nicht mehr. Deshalb bleibe ich jetzt einfach mal hier. Noch ein bisschen Seilspringen. Haben wir 3 Sekunden gespart. Das ist toll. Zeit ist ja Geld. Ach, so ein Blödsinn. Ja. Jetzt schaue ich mir erstmal die Karte an. Der wird nicht viel machen können. Wow. Haha, der hat den Wind nicht bedacht. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Wow! Okay, interessante Technik. Aber gut, jetzt sind wir wieder dran. Folglich kann ich mich da hochhieven. Und bei ihm, der hat so viele Leben. Das heißt, ich werde ihn wahrscheinlich nicht auf einmal töten können.
Folglich versuche ich es jetzt erstmal mit der Flammenfaust, um ihm ein bisschen Leben abzuziehen und geh mal hier hin, weil dann ist er vielleicht. What did I ever do to you? Ach, er ist auch noch dran. Hm. Your commands, please. Los. Dann bin ich ja mal gespannt, was er macht. Er setzt sich auf mich drauf und bleibt da jetzt für den Rest seines Lebens stehen. Sehr schön. Das ist nicht angenehm, wenn du da auf mir drauf stehst. Okay, er macht im Grunde das Gleiche und stellt sich wieder auf mich drauf. Ja, das ist blöd, weil ich jetzt hier nicht rauskomme. Ach komm schon, das gibt's ja nicht. So. Und ich will dich unbedingt loswerden. Wer mir so oft im Gesicht gesessen ist, hat. Der muss weg. Nein, er überlebt auch noch. Um zwei. Zwei Leben. My misery continues. Ach, das war doch jetzt echt nicht notwendig. Na, und ich habe vergessen, dass er da ja noch sitzt. Der springt runter. Okay, das beeinflusst mich jetzt nicht. Was hat denn der da jetzt abgeschossen? Okay. Okay, tja, dann werde ich mal die Flammenfaust einsetzen. Das sollte reichen. Und ich muss noch ganz schnell weg. Hier. Der macht nämlich jetzt einen großen Krater. So. Also, das ist ein anstrengendes Level, weil man nicht viel falsch machen darf. Wie man hier hinkommen soll, ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Also vielleicht durchschweißen. Also hier, das verstehe ich. Da muss ich hinspringen. Hier genauso. So, holen wir uns den Mega-Mörser. Also ich denke eben, das Level-Design ist so gedacht, dass ich hier unten lang gehe, hier hoch und dann hier wieder zurück. Dann komme ich hier überall hin. Außerdem, wie soll ich denn da hochkommen? Jetzt kümmere ich mich erstmal um den da. Der ist da ein bisschen unschön positioniert. Weil da muss ich irgendwie durch. Und idealerweise treffe ich ihn jetzt. Und er kriegt Fallschaden, was er aber nicht kriegt, weil er nicht runterfällt. Metzt. Aber das macht nichts, weil dann kann ich hier mit der Flammenfaust einfach runterschießen und gut ist. Guck, der wird da nicht viel machen können. Also 12 Gegner ist schon. Ja, baller dich durch. 12 Gegner ist schon ziemlich hart, also. Vor allem, wenn sie auch noch wechseln, ne? Das ist, okay, wie komme ich jetzt am besten zu ihm hin? Am besten mit dem Seil, weil dann kann ich nicht runterfallen. Ah, diese Steuerung. Nein! Oh Gott! Hey, das war skillig. Das war natürlich so gewollt. Und ich habe jetzt einen Wasserangriff. Was mache ich jetzt mit dir? Ja. Fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Auf die Schnelle. Wenn der nicht sofort dran ist, macht's ja nichts. Okay, also ihn kann ich einfach kaputt schießen. Beziehungsweise ich. Soll ich nochmal hochgehen? Wenn die immer auf den aktuellsten Wurm wechseln, ist das echt gemein. Ich glaube, ich will zu dem Checkpoint und zwar möglichst schnell. Da ist auch noch eine Selbstschussanlage. Auch böse. Ah, er legt eine Mine hin. Das ist nett. Das ist wirklich nett, weil. Wow.
Moment. Der dürfte ja nicht so weit fliegen, dann fällt er runter und kriegt die Mine ab. Nein! Verdammt! Verdammt! Aber die Idee war gut. Ich finde, er sollte Bonus-Minus-Punkte kriegen, weil die Idee so toll war. Was mache ich mit dem nur? Also mit dem da oben. Der unten ist klar, da springe ich jetzt runter und löse die Mine aus. Er gräbt sich ein. Gut. Achso, ich bin Scout. Hahaha. Ich löse keine Minen aus. Gut, dann machen wir das so. Und ich muss ganz weit weg. Ganz weit weg. Das war nicht weit genug. Seht ihr diesen Abgrund da unten? Boah. Okay, ich glaube, ich verabschiede mich vom Superschaf da hinten, weil ich komme da nie wieder zurück. Was macht er denn? Sinnvoll, ja? Okay, ich muss jetzt hier ganz dringend sicher weg. Und ich brauche jetzt ganz dringend... Ha, toll, jetzt komme ich da nicht mal hoch. Na super. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich komme natürlich nicht mehr hoch, weil der diesen Vorsprung kaputt gemacht hat vorhin. Haha! Ja, wenn ich jetzt nicht da hängen bleiben würde. Ein bisschen schwanken. Juhu! Und nein, nicht drüber springen! Gott! Lord Yoda, hör auf damit. Your commands, please. So. Schade um die Superschafe. Wie ihr sicherlich ja schon mitbekommen habt, ich liebe Superschafe. Was darfst du gerne machen? Das macht mir nämlich nichts. Ich muss nur aufpassen, dass ich da bei der Kiste nicht runterfalle. Okay, ich gehe hier unten lang, weil oben ist es mir einfach zu gefährlich mit dieser Selbstschussanlage. Das dürfte mir nichts ausmachen. Hier war ja auch mal, glaube ich, eine Kiste, oder? War wohl gemerkt. Hier werfe ich eine Granate rein. Weil ich denke, das sollte dann ausreichen, dass der ertrinkt. Wenigstens das hat neu funktioniert. Dein Mist, Master. My misery continues. Ja, also dann wird das wohl unser nächstes Opfer. Wie hier habe ich irgendwas zum Graben. Das ist in Ordnung. Schießt euch gegenseitig ab. Das ist immer in Ordnung. Da haben wir jetzt die Lenkrakete. Da will ich hin. Danke, Kamera, dass du wieder wegrollst. Ich glaube, am Ende von dem Let's Play mache ich mal eine Compilation von allen. Ja. Immer davon, wo ich gemeckert habe, dass die Kamera weggeht. So, ich will nur die Lenkraketen. Ich will nur die Lenkraketen und möchte dann sofort wieder runter. Und jetzt muss ich da hoch. Das schaffe ich aber nicht mehr. Folglich spare ich mir die Zeit. Und irgendwie habe ich jetzt ihn komplett vergessen. Haha, ups. Naja, vielleicht springt er ja selber in den Tod. Das wäre ja ganz nett von ihm. Das kriegen wir hin. Wir müssen hier... Ja, schieß die Kisten darunter. Das ist toll. Ganz toll, weil da bin ich ja nicht mehr. Oh, Betonesel und Bananenbomben. Die Bananenbomben wären schon wichtig, aber ja, das machen wir. Wir graben uns da runter. Dann haben wir die Bananenbomben.
Nein! Puh! Okay. Ach, da ist auch wieder sowas Unzerstörbares, das habe ich gar nicht gesehen. Gut, da sollte ich aber relativ sicher sein. Bei ihm wird es eigentlich recht einfach, weil wir einfach Granaten reinwerfen. Ach nee, Granaten haben wir gar nicht so viele. Aber wahrscheinlich wird es trotzdem darauf hinauslaufen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Na, ganz toll. Super. Ja. Ich werde hier nicht rauskommen. Das ist toll. Dann muss ich was wegballern. Das kann doch nicht sein, dass ich da nicht rauskomme. Ganz ehrlich, ich bin doch reingekommen. Ja. Mir hilft ja nichts, gell? Ich habe eine Teleportkanone. Ich weiß nicht, was ich tun soll gerade. Deshalb springe ich nochmal. Also, ich komme hier nicht raus. Also auf der rechten Seite. Ich muss hier irgendwie rauskommen und ich komme nur dann raus, wenn ich mir den Eingang da freibombe. Das ist nicht so schön, weil jetzt kann ich da keine Granate mehr so schön reinwerfen. Ja, da muss ich wohl leider das Ding da aufbrauchen. Ich komme sonst nicht da rein. Ich komme immer noch nicht da rein. Ach komm schon. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch da drauf kommen. Och komm. Ja. Ist bestimmt auch ein sehr interessanter Part, wenn wir jetzt hier 2 Stunden lang damit beschäftigt sind, da unten wieder rauszukommen. Ach Gott. Wie komme ich da rein? Na, endlich. So. Dann war es ja zumindest nicht ganz vergeudet. Den Betonesel hätte ich an sich gerne. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich da wirklich ich mache ihm nur 20 Schaden. Das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt. Aber es ist relativ sicher drin, außer er kommt dran. So. 45 ist immer noch viel. Wie kommt man denn da rein? Er springt halb runter. Ich wüsste nicht, wie man da reinkommen soll. Außer es gibt irgendwann die Stahlträger, aber die haben wir ja nicht. Ein Luftangriff hier. Schade, dass du keinen von deinen Leuten getroffen hast, aber gut. So, dann machen wir das jetzt nochmal. Jetzt ist er dran. Verdammt. Dann wird er jetzt wahrscheinlich da rausgehen und mir eins auf den Deckel geben. Wo ist eigentlich der nächste Checkpoint? Erst da oben. Tatsächlich erst da oben. Okay. Das ist ein sehr schwieriges Level, muss ich zugeben. Also, es wirkte nicht so. Oh. Nicht darunter schießen. Hörst du auf? Nicht darunter schießen. Sollte nicht passieren, aber man weiß ja nie. Okay.
Das ist ja schon mal soweit gut, weil er steht jetzt hier. Sprich, Stevens kann mir nicht in den Weg in den Weg kommen. Deshalb mache ich das jetzt einfach nochmal. Immer noch 20, aber ich habe da ist ja auch Wasser, gell? What now, Master? What did I ever do to you? Boah, immer noch 2, 4, 6, 8 Gegner hier. Das Tolle ist, wenn ich die da oben irgendwie runterschieße, dann fallen die zwar runter, aber die sterben dann wahrscheinlich noch nicht dadurch. Ach, er ist jetzt wieder dran. Nein. Ich vergesse immer, dass die Wurmwechsel machen. Das haben die. Das bin ich immer noch nicht gewohnt. Ich würde ihn gerne runterschießen. Das war in Ordnung. Das war völlig in Ordnung. Das Problem ist, ich komme jetzt da nicht mehr runter. Jetzt ist die Frage, soll ich meinen Baseballschläger einsetzen? Ah, nee, ich kann nicht runterziehen mit dem. Ich probiere es aber trotzdem. Nee, ich probiere es nicht. Das wäre Blödsinn. Das wäre absoluter Blödsinn. Aber er muss da... Ich muss ihn töten. Muss aber gleichzeitig sehr schnell weg. Weil... Boom und so. Gut, dann probieren wir das jetzt aus. Und weg mit mir. Immer wieder krass, was der für einen Zerstörungsradius hat. Heftig. So. Na Gott, da ist schon wieder so eine Selbstschussanlage und da muss ich wahrscheinlich lang. Jetzt kommt der auch noch runter. Will runter, aber kommt nicht runter. Okay. So, das Problem ist, die Gesundheit da unten hätte ich schon gerne. Sprich, ich probier's mal. Nein, das war eigentlich ziemlich blöde. Das war verdammt blöde. Jedes Mal, wenn ich mich jetzt nämlich bewege, geht diese blöde Selbstschussanlage an. Und es war deshalb blöde, weil ich ja hier gar nicht mehr so gut hochkomme. Und das alles nur wegen dem Leben, die ich jetzt verlieren werde. Ganz toll. Und er macht mir jetzt wahrscheinlich auch noch Schaden. Ja. Gut. Nein, bleib doch da stehen, Mensch. Also ich kann mich umdrehen, aber sobald ich gehe, ist es schlecht. Jetzt ist die Frage, schieße ich dieses Ding kaputt? Aber dann... Ach je. Ich muss es eigentlich, weil sonst komme ich hier nicht mehr raus. Das ist... Oder ich springe einfach mal rüber. Pass auf, ich probier's mal. Haha, die steht falsch rum. Die steht also für mich jetzt richtig rum. So. Jetzt habe ich zwar ihm keinen Schaden gemacht, aber ich bin rausgekommen, ohne Schaden zu nehmen. Und das ist auch was wert. Ich habe den Eindruck, es wird doch wieder ein etwas längerer Part. Schade, er springt nicht in den Abgrund. So. Den Betonesel möchte ich mit Sicherheit nicht haben. Ich habe eine Wasserpistole. Die bringt mir nichts. Ich werfe hier eine Granate runter und hoffe, dass die im richtigen Winkel runterrollt. So, Glück gehabt, würde ich sagen. Und jetzt bitte genug Schaden oder Wasser. Nein! Ach komm schon. Das ist doch unglaublich. Worauf steht er da?
Der Schlimme ist jetzt hier eigentlich. Er kommt da auch noch raus. Das könnte jetzt sehr bitter werden. Ja. Haha. Ja. Toll.